Moin, ihr Baggerluten. So, geht weiter. Hier, Folge Gothic und so. Wir haben letzte Folge hier ein bisschen Kapoistert. Wurde Kapoistert gemacht. So, ich muss hier quasi erstmal dafür sorgen, dass ich jetzt ein wenig wieder Leben kriege. Wunderschön. Wunderschön jetzt. Brauchen wir aber noch wieder ein bisschen Mana. Geil. So, die sind alle kaputt. Großartig mehr konnten wir auch nicht machen. Super, alles klar. Wir müssen jetzt immer noch zu unserem Xardas-Dude. Ich weiß aber nicht genau. Ich glaube, warte mal. Wir hatten doch den Turm irgendwo gesehen, ne? Ich glaube, ich konnte jetzt nicht so weit. Aber irgendwo hier, glaube ich, war der, oder? Ist das gar nicht. Lass mich mal hier Karte. Geil. So, wo ist denn das jetzt? Hallo? Da. Fokuskarte von Satoras. Ja, das wird hier wahrscheinlich irgendwo sein, will ich mal hoffen. Oh. Halt. Moment. Da, Feuerball. Razor. Ach, das weiß ich noch. Die waren immer sehr toll, die Leute. Wow, wow, wow. Stopp, stopp. Halt. Okay, nimm dir mal eine andere Waffe. Und jetzt musst du hier prügeln. Klatsch, klatsch. Kaputt. Nee, stopp. Was ist mit euch jetzt, Snapper, hier? So, stopp. Jokes. So. Ist doch easy going hier. Haha. Ich feiere mich so hart. Ich bin der Übelste in der Kolonie. Und auch... Wie heißt der Gomez? Ist noch nicht stärker. Das ist alles nur Fake von ihm. So. Super, Leute. Guckt doch mal. Schick ist... Ist das schick? Ist das... Richtig, das ist schick. So, mich würde eigentlich auch mal interessieren, ob wir eigentlich irgendwie mal eine andere Rüstung kriegen könnten. Was ist denn hier los? So. Schön. Mich würde echt interessieren, ob wir irgendwie nochmal eine andere Rüstung kriegen könnten. Ich weiß das gar nicht. So, pass auf. Da, Feuerball, Beißer. Dann den nächsten. Vielleicht reicht ja auch das schon. Tatsache, das reicht ja auch schon. 1, 2, 3. So. Und? Haha. Jungs. That's how we do it. Ups. Was mache ich denn hier? So. Eingesammelt. Ich bin vor ein paar Folgen hier mal offscreen lang geflogen. Oder beziehungsweise weiß ich nicht, ob das jetzt ganz offscreen war oder ob ich da mit euch lang geflogen bin. Ich weiß es gar nicht. Ist hier eine Höhle? Oh! Das habe ich noch nicht gesehen hier. Ich dachte, ihn gerade war da hinten. Da war gerade an dieser Weggabelung. Da war so ein bisschen Stuff. Und ich glaube, den sollten wir mal irgendwie mal einsammeln. Machen wir gleich. Aber gerade finde ich das hier irgendwie mehr interessant. Hallo? Was ist... The fuck? Okay. Hallo? Hallo? Habt ihr Asthma? Hier ist der Doktor. GZ, haben Sie schon gezahlt? Bitte eben nicht. Also, links geht kaputt. Rechts ist wieder von vorne. Okay, also wir kommen da noch nicht rein. Dann müssen wir bestimmt irgendwie nochmal irgendwie einen Schlüssel kriegen. Ich habe keine Ahnung. Xardas, unser Dämonen-Dude. Ich glaube, das hat mit dem zu tun. So, pass mal auf. Und da haben wir das nämlich gesehen. Hier, da, guck mal. Da haben wir eine alte Streitaxt. Da haben wir ein Tränkchen. Da. Hallo? Wir sind Steingolem. Steingolem braucht mit Hammer auf die Nuss. So, pass auf. Die raus. Wo ist er? Orkhammer. Ich glaube, der hat mir immer ganz schön wehgetan, der Typ. Weiß das gar nicht. So. Auf ins Gefecht! Haha! Links, rechts, links, rechts. Putz, putz, putz. 180 nur? 180? So, Herz eines Steingolems. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Steingolems. Es hat die Kraft, einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Cool. Warte mal, ist das... Was ist das denn?
Warte mal, was ist das denn? 8? Wind? Ach. Okay. Okay, das ist cool. Das gefällt mir gar nicht, dass der Typ da irgendwie so ein Ding durch sein... Au! Ja? Du Zyklop? Geht ein Zyklop zum Augearzt? So, warte mal, der Typ sieht mir da so ein bisschen... Scheiße, Entschuldigung. Typ sieht mir so ein bisschen nach Feuer aus. Pass mal auf. Also, er ist Eis. Eis braucht Feuer. Was? Echt? 240 Erfahrung, okay. Aber cool, das ist ganz schön geil. Geil, und da unten, guck, was ist das? Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems. Es hat die Kraft, einen Gegner zu Eis erschaffen. Geil. Okay, warte mal, das hatte ich schon. Soll ich das mal, warte mal, lass mich mal. 8, Eisblock? Warte mal, den Zauber kenne ich nicht. Cool, guck mal die Hand an. Ach, das ist ja witzig. Guckt euch das mal an. Das sieht witzig aus. So, aber irgendwie möchte ich, glaube ich, doch lieber langsam mal etwas speichern. So. Jetzt müsst ihr ja dann rein... Oh! Au! Alter! Burning Man! Wie es durchdreht! Wie es mal völlig abgeht! Junge! Okay, Eisblock ist nicht effektiv. Haben wir gemerkt? Muck wie nicht. So, stopp. Und wir müssen hier echt mal dringend unser Inventar aufräumen. Das geht gar nicht. Hatten wir den jetzt noch ausgewählt? Also der ist scheiße. Aber ich meine, wir hatten doch jetzt schon irgendwas. Pass mal auf, da. Kugelblitz. Genau. 6. Kugelblitz. Blitz oder Eis war das? Das weiß ich. Das hatten wir noch gelesen in diesen Büchern. Ja, guckt euch das an. Das ist doch ein Witz. Na, zumindest gab der 60 Erfahrungspunkte mehr. Dieses Herz stammt aus dem Bereich besiegten Feuergolems, hat die Kraft, einen Gegner in Flammen aufgehen zu lassen. So, jetzt will ich aber nochmal wissen. Geil. Und welcher Zauber ist das? Feuer bei den haben wir doch selber schon. Das ist doch... Das ist doch langweilig. Oh. Einladend. Ist das ein schöner Turm, ist das? Müssen wir mal ein bisschen Blickwinkel ändern hier. So, dann gehen wir mal hier hin. Scheiß die Wand an. Ist das ein schöner Turm, ist das? Ne? Scheiß die Wand an. Ist das schön. Schön ist das. Schön. So, hier war das. Warte, was denn? Ach, warte mal, das sind doch diese verkackten Feuerwarane. Pass mal auf. Kugelblitz. Wenn das Feuer ist, na gut, okay, das sind die Elementargelöde. Warte mal, da hängt doch noch was. Erstmal gehe ich hier nochmal gucken. Moment. Was haben wir hier? Blutbuchensamen, Heilkräuter. Heilkräuter, so eine Packung. Noch irgendwas Geiles? Glaub nicht. Hier im Teich irgendwie was drin? Nee. Nix wieder außer Steine, auf die ich wieder gut raufspringen könnte. Das ist super. Tolle Wurst! Oh, guck! Warte. Da. Super! Was vergesse ich natürlich? Dass ich mein Handy mal auf lautlos machen muss. Verzeiht bitte. Das Schwein hat sich gemeldet. Was das ein schöner Turm ist. Schön. So. Und jetzt habe ich mir aber ja gedacht, komm, wir machen jetzt mal diese Feuerwarane da oben, Kapheister. Ich hoffe, die geben ein bisschen was an Erfahrungspunkten.
Weil Levin ist ja nicht scheiße. Wir haben aber, warte mal, wenn ich mich nicht irre, 25. Ich glaube, 25 Lernpunkte brauchten wir, glaube ich, um den vierten Kreis zu lernen. Wir haben zwar noch überhaupt keine Zauber dafür, aber... Das ist, glaube ich, gar nicht kacke. Mal auf. Oh, warte mal. Ich, ne? So. Feuerwehrraum. Pass mal auf. Das versuche ich mal. Und, oh, das macht nicht so viel Damage, wie ich gehofft habe. Alter. Alter! Alter! Das hat geklappt! Das hat geklappt! Geil! 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 Geile Nummer. Das ist ganz schön... Na? Ihr wisst es. Geil! Juhu! Hüllchen! So, Krallen gibt er mir. Krallen gibt er mir. Aber ich habe gar nicht geguckt, wie viel... Ach, mir fehlt auch gar nicht mehr so viel. Guck mal, das sind noch... 2162. 1200. Das ist geil. Na gut, das ist super. Geht das hier noch weiter? Boah, Frame-Einbruch. Nee, aber hier geht das tief runter. So, pass auf. Ist der nicht schön, doch? Also, das nenne ich echt schöner Wohn. Schöner Wohn heute auf... Ne? Fernsehsender mit drei Buchstaben. Und für... High... Au. Für High-Quality-Television bekannt. Geschichten, die das Leben schrieb. Schöner Wohn hier. Schöner Wohn. Und da drin finden wir den magischen Führer der anderen Mages. Was ist das denn? Steinwurzel. Dankeschön. Ja, immer noch sehr einladend. Also so gar nicht. Es gefällt mir nicht so. Ja. So, was ist denn hier kaputt? Das ist eine Truhe. Rechts. Oh, links. Links. Rechts. Rechts. Und rechts. Nee. Geil. Okay. So, Trank der Schnelligkeit. Oh. Oh. Maximale Lebensenergie 10. Das ist ja schick. Pass auf, den direkt mal schlawutzeln da. Erstmal rein ins Gesicht. Mal Lebensenergie, yay, mehr Leben. Was ist das? Geschicklichkeitsbonus, aber auch nicht permanent, glaube ich. Ich glaube nur kurzzeitig, oder? Würde ich jetzt behaupten. Stärkebonus, ja, das sieht mir so aus, als sei es nicht mal... Oder? Pass mal auf, wisst ihr was? Das gucken wir jetzt einfach mal. Stärke. 50. Ich nehme den jetzt mal. Stärke plus 3. Ist die Frage, aber haben wir das jetzt immer? 53. Jetzt haben wir 53. Ist ja gut. Gucken wir mal hier. Hier irgendwas? Nee. War auch nichts mehr, ne? Nee. War auch nichts mehr. Hallo? Was ist er denn für eine? Was ist denn das? Ja, warte mal. Flammdämon. Weiß nicht, ob der mir gut gesonnen ist. Oh, are you a boy? Or are you a girl? Oh, ich hab Angst. Ah, komm, wir haben Ja, komm, los. Attacke. Bitte tu mir nicht weh! Bitte tu mir nicht weh! Hallo? Was? Moment, wer spricht hier? Guck ihn an! Du sprichst zu mir. Wie? Was? Wie kommst du in meinen Kopf? Was? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Es spricht doch gar nicht. Er wie eine Kreatur der Hölle. Es spricht doch gar nicht. Ich soll schweigen. Okay. Jungs, Mädels, jetzt ist es offiziell.
Wir sind verrückt geworden. Uns ist das Sumpfkraut zu Kopf gestiegen, wir hören Stimmen. Wir fangen an, Stimmen zu hören. Ich meine, unter all diesem ganzen posttraumatischen Stress, den wir hier erlebt haben, ne, das ist gar kein Wunder. Alter! Wie er durchdreht. Das ist das scheiß Gekiffe. Finger weg von harten Drogen. Und auch von leichten Drogen. Ne, rauchen ist okay, wenn du 18 bist. Aber alles andere scheiße. Das merken wir. Euch fallen die Haare aus auf dem Kopf. Nicht im Gesicht, aber auf dem Kopf. Und ihr kriegt komische Tattoos. Ihr werdet bitte vollgetippt. So. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Ja, aha, danke für das. Namen sind also unwichtig. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Das will ich mal hoffen. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was? Was für ein Test? Was? Ich unwürdig? Oh. Ah, hübsche Augen. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis. Feuer. Hm? Das scheinen dann wohl die... Ja, geil, guck mal. Ja, geil. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Eines Steingolems! Oh, der was? Wunderschöne grüne Augen. Aha. Ein würdiger Beweis. Wie? Fehlen? Zwei fehlen, ne? Wie? Der sagt nicht, das ist unwürdig. Ich hab hier voll... Na, komm. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Ja, komm, das muss doch würdig sein. Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Guckt ihn euch an. Das ist... Wie nennen wir ihn? Das ist... Hugo. Hugo! Oh, Hugo. Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Hey. Hugo, du hast so wunderschöne grüne Augen. Ich bin würdig. Natürlich, was wenn für eine so Frage. Ist, dann wünsche ich jetzt, deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Hä? Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Ja, das mache ich mal. Dankeschön. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Okay. Kann ich die nochmal... Nee, keine. Ja, geil. Sterblicher? Ja, ist ja in Ordnung. Alter, was geht denn hier ab? So, haben wir eine Truhe. Pass mal auf. Rechts, links, links. Ja, geil. Funktioniert schon wieder. Sehr cool. Oh, was sollen wir mit dem ganzen Erz? Leute. Was sollen wir denn mit dem Erz? Also, das ist hier echt sehr unfreundlich. So, aber jetzt, pass mal auf, jetzt will ich mal gucken. Was haben wir denn hier jetzt für eine Rune bekommen? Da, Zauber. Guck, die ist neu. Teleport zum Dämonenbeschwörer. Kein Kreis? Ach, brauchen die alle nicht? Ach, geil, guck mal, wir haben jetzt... Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch irgendwie einen fürs alte Lager. Um da nochmal direkt reinzukommen. Das wäre schon ganz schön geil. Oh, wir müssen hier dringend aufräumen. Entweder müssen wir den ganzen Rotz wirklich mal verkaufen. Oder irgendwie in eine Kiste einlagern. Das geht gar nicht. So auf der 8. Den Port zum Dämonenbeschwörer. Dann machen wir das mal. Und ab die Luzi. Ich glaube, das ist immer noch der Turm. Ja, ich höre den Dude auch noch. Geht denn hier ab? Oh! Ja, und natürlich komme ich mitten im Pentagramm raus. Toll! Geil! Was ist denn hier? Das dampft da irgendwie ein bisschen. Ich kann mir das aber auch nicht erklären. Also ich glaube, der hat in seiner... Freizeit ganz schön viel Spaß, der alte Xardas. Ich glaube, das ist echt eine ganz schön versaute Sau. Oh, die kann ich einfach so öffnen. So. Ränke... Oh, ich gehe an jede Truhe ran und nimm alle Sachen an. Ich öffne deine Truhen und nehme mir Tränke mit. Die helfen mir viel besser. Ich kenne auch deine Schwester, sie heißt Dolores.
mich. Mambo Mambole. So, okay. Hallo? Oh! Stuff! Quecksilber. Blutfliegenstachel. Oh, warte mal, da kann ich doch. Flammendorn? Reiner Alkohol. Das brauchen wir bestimmt, um Tränke herzustellen. Oh, ich weiß nicht, ob ihr hier was sehen könnt. Ich mach. Ah, warte mal, was wir noch gar nicht benutzt haben, das mache ich jetzt mal. Da haben wir noch Heilung. Licht. Passt mal auf, wir benutzen mal Licht. Das haben wir so noch gar nicht richtig. Das haben wir einmal, aber so, passt mal auf. Machen wir mal so. Jetzt könnt ihr auch wieder ein bisschen besser sehen. Huch. Leiter. Wo geht denn da hoch? Da. Na, Dude, hängst du da unten so ein bisschen rum? Wir haben noch runter zu Hugo. Ich will Liebe machen mit Hugo. Aber Hugo ist der einzige Mann, der mich wirklich richtig lieben könnte, wie ich es verdiene. Huch, was ist denn hier kaputt? Aussicht. Geil. Ach, guck mal, ist das ein schöner Turm, ist das. Mitten das alte Lager. Ich glaube, da oben waren wir, glaube ich, auch schon so. Nee, da oben waren wir. So unter der Kugel jetzt quasi und über den Kopf. Also zwischen den beiden Kugeln. Da war, glaube ich, dieses eine Ding, wo wir den ersten Ork getroffen hatten. Und da war halt irgendwie dieser Turm, der da so im versunken war. So, was ist denn hier? Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Ui. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Yay. Wir sind einfach schweinegeil und immer. Das ist Xardas, der Führer. Erster Führer. Mein Führer. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Mit Hugo. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Okay. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Choristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Okay. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Und du auch nicht? Oder was? Also irgendwie gibt der Typ mir nicht so die Information, die ich jetzt erhofft hätte. Weil irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig. Ja, okay. Er kann mir meine Robe verbessern. Aber mal gucken, vielleicht können wir noch eine andere kaufen. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Choristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Okay. Also der geübte Sprecher setzt gezielte Sprechpausen. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Antwort! Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern,
werde ich dir nicht erzählen. Ach bitte, 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 sag mir doch mal bitte. Ach bitte, bitte. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Mann! Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Woher weißt du das? Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Oh, okay. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Ja, doch schon, aber... Unmöglich. Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Alter! Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Er ist echt ein Führer, Alter. Er ist richtig der Führer hier, Xardas. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Ach, da waren wir. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Okay. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Nö, denke ich auch nicht. Oh, guck mal! Ich suche magisches Wissen. Oh, geil! Oh, geil! Kreis 6. Kreis 5. Ja. Golem, ich kann ein Golem beschwören! Yay, yeah, so geil, der Typ. So geil, pass mal auf. Das kaufe ich mir erstmal. Dann kaufe ich mir, ach komm, so ein paar Spruchrollen, bevor wir das nutzen können. Geil, 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 geil. Pass mal auf. Kriegst den ganzen Stuff hier. Ja, okay, pass mal auf. Lurkerhautrüstung. Ist ja alles nicht so geil wie das, was wir vorher hatten, ne? Pass mal auf. Verkaufen wir den anderen Stuff hier mal. Rüstungen, was haben wir? Wir fangen mal. Ja, hier. Guck mal, das magische Erz haben wir zweimal. Ups, so. Das kannst du haben. Das haben wir zweimal. Geheimnisse der Zauberei haben wir gleich dreimal. Kannst du auch zweimal haben. Das will ich behalten. Fokuskarte von Saturas. Pass mal auf, die anderen brauche ich ja, glaube ich, gar nicht. Ich habe vorhin zweimal die Karte der Kolonie. Ja, komm, dann verkaufen wir das bei dem Typen hier. Das ist doch eine Idee, oder nicht? Obwohl, die Karte würde ich... Ja, das ist recht da, so. 2, 3, 4, 5, 6... Ein gerissener Zettel. Okay, die Bände, das ist das. Was haben wir da? Juppe. Kampfkunst. Oh, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht durchgelesen. Das würde ich auch noch angucken. Lehren der Götter, Lehren der Band 2, Band 3. Machtvolle Kunst. Ich glaube, das haben wir alles noch gar nicht so wirklich durchgelesen. Die Chromanien-Ding. Stimmt, das ist ja auch noch die andere Quest. Wahre Macht. Oh, den kannst du auch noch mal haben. So, okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was. Och, scheiße. So, okay, guck mal, was haben wir hier an Stuff? Mana-Bonus 10, Schutz vor Waffen 5 ist scheiße, weg. Das behalte ich trotzdem, weil das schön. Das will ich auch behalten, ist ein Andenken. Ring der Gewandtheit, brauchen wir nicht. Lebenskraft 10? Ja, vielleicht. Okay, davon haben wir aber ein paar mehr. Weit aussehendes Schmuckstück. So, Schutz vor Pfeilen 15, denke ich nicht, dass wir das brauchen. Läuterung, Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie, nein. Schutz vor Feuer, oh, guckt euch an, das ist doch kleiner, blöder, übler Stuff, das ist doch, davon haben wir ganz schön viel. Schutz vor Fallen. Ja, Schutz vor Magie und Feuer, ja, stopp, so, was haben wir da? Schutz vor Waffen 10, komm, das ist das, was wir tragen, ist geiler, meine ich. Stärke-Bonus 10. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Dann kann der auch nochmal weg. So, was haben wir denn? So, Mana-Bonus 10, Geschicklichkeits-Bonus 10. Neck, Lebensenergie-Bonus.
Pass mal auf, das hier. Da. Das behalten wir nochmal. Das behalten wir. Okay. Ja, wir wollten aufräumen. Pass mal auf. Jetzt haben wir hier super viele Runen. Feuerball. Da haben wir einen von ausgerüstet. Dann kann ich die anderen ja, hier. Feuerball weg. Nochmal weg. Nochmal weg. Nochmal weg. Feuerpfeil möchte ich trotzdem einfach nur behalten ein. Feuersturm auch. Der kommt dann auch weg. Dann haben wir hier zweimal Heilung. Heilung kann einmal weg. Dann haben wir zweimal Licht kann einmal weg. Dann haben wir nochmal einen Eispfeil. Der kann auch weg. Was ist das denn? Raserei haben wir gar nicht. Feuerball haben wir als... Genau. Feuerpfeil. Oh, guck mal, wie viele Feuerpfeile wir hier noch hätten. Das kann auch alles weg. Feuerregen. Das haben wir, glaube ich, noch... Oder? Haben wir das? Nee, den haben wir noch gar nicht. Den haben wir gar nicht als... Da, Feuerregen, den behalte ich dann. Aber Feuersturm haben wir, ne? Jo. Der kommt auch weg. Heilung haben wir selber als Rune. Oh, und jetzt sind wir auch gleich schon da. Bei dem, was wir haben sollen. Jetzt schuldet der mir sogar schon was. Pass mal auf. Dann machen wir das mal so. Dann nehmen wir uns nochmal die Tränke nochmal mit. Boah, 10.000. 10.000. So, auf. Heilung wieder weg. Und die auch. Ja, weißt du was? Okay, Rest schenke ich dir. Das ist doch ein Deal, oder? Das schenke ich dir. So, nehmen wir an. Geil. So, magisches Wissen. Kannst du mich unterrichten? Kannst du mich unterrichten? So, aber er spricht ja wie ein Führer. Kannst du mich unterrichten? Hä? Die Grundlagen musst du in einem Lager, in einem der Lager gelernt haben. Du musst dich entweder für Feuer, Wasser oder Schläfermagie entschieden haben. Achso, spricht der Führer ja gar nicht. Warte mal. Kaufe mich mit, der Magie nur nicht entschieden lassen. Das macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied. Jeder dieser verschiedene Wege führt dich am Ende zum gleichen Ziel, den sechsten Kreis der Magie. Ach was, du kannst mir nur den sechsten beibringen? Okay, der sechste Kreis der Magie beinhaltet das Wissen einer dunklen Magie, der Magie Beliachs. Ja, ja, komm, mach mal weiter da. Du wirst dir damit also mächtiges Wissen aneignen. Ja, es schockt. Hörst du der Feuer- oder Wassermagie an, bedeutet der sechste Kreis für dich auch die Aufnahme bei den Dämonenbeschwörern. Oh, schockt. Nur als Guru des Sumpflagers bleibt dir die... Was? Och, Leute! Nein! Wie komme ich eigentlich wieder noch? Okay, ich will nur mal wissen, ob du meine Robe verbessern kannst. Ich kann zumindest versuchen, ja. Allerdings musst du mir dazu schon die passenden bringen, okay? Nein, das ist doch, das gibt's doch nicht. Nur bei Roben möglich sein, die als Symbol einer bestimmten Magie gelten. Hm? Wie du weißt, fallen darunter Wasser, Feuer, Schläfer und Dämonenmagie. Deswegen wirst du dich für einen dieser Wege entschieden haben müssen. Ich würde umlernen. Ich würde mich umschulen lassen. Entweder bringst du mir eine hohe Feuerrobe, eine hohe Wasserrobe, eine Guru-Robe oder eine Robe der dunklen Künste. Kann ich eine von dir kriegen? Wenn du dann noch genügend Erz hast, kann ich dir sogenannte... Ja, ja, okay, alles klar. Verbessere meine Roben. Welche Roben soll verbessert werden? Dunkle Guru-Robe. Geil, ja, das machen wir instant. Ich bin nackt. Ich bin nackt. Er ist auch nackt. Jetzt sind wir beide nackt. Ich habe Angst. Xardas, lass mich in Ruhe. Pass mich nicht an. Pack mich nicht an. Hilfe. Hilfe. Oh, cool. Meine ist geil. Und du bist nackt. Xardas ist nackt. Warum ist er nackt? Hey. Hey, du. Hey, du. Xardas, warum bist du nackt? Geil. Warte mal. Kannst du das nochmal machen? Nicht. Geil. Oh mein Gott. So. Wie komme ich eigentlich wieder nach unten? Den gleichen Weg, den du gekommen bist. Schließe deine Augen. The fuck? Wie? Ach, der teleportiert mich dann einfach runter. Oh, nett. Geil. Wie er einfach mal durchdreht, so dunkle. 90, 90, 55, 55. Alter, findest die geil. Guck doch mal an. Wie übel wir sind, na, Hugo? Ey, Hugo. Ich hab deinen Meister gerade auch schon nackt gesehen. Und ich glaube, du mit deinen Stacheln da. So, Leute, wir sind fertig.
Während Hugo und ich uns noch ein bisschen unterhalten hier und ach, guckt euch mal diese hübschen grünen Augen an. Sag ich euch. Winke, winke, ciao und tschüss.